Stop and Go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Auf der A4 Dresden-Görlitz kommt es zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz zu Behinderungen. Aufgrund einer Baustelle sind die Fahrspuren in beide Richtungen eingeengt. Die B169 in Schwarzheide-Ost ist vollgesperrt. Auf der Ortsdurchfahrt wird die Deckschicht erneuert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die B156 zwischen Bluno und Sabrot ist vollgesperrt. Die Deckschicht wird auch hier erneuert. Umgeleitet wird über Schwarze Pumpe und Hoyerswerda. Die Ortsdurchfahrt in Burgneudorf ist vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. In Spremberg ist die Drebkauer Straße im Bereich zur Brücke komplett gesperrt. Hier wird der Abriss vorbereitet. Die Zufahrt zur Tagebaurandstraße aus dem Stadtzentrum kommend ist nicht mehr möglich. Und noch einmal Spremberg, es wird weiterhin an der Ortsdurchfahrt gebaut. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Für LKWs gilt eine großräumige Umfahrung. Die S108 zwischen Hoyerswerda und Loser ist im Bereich zur Abfahrt nach Künicht in Richtung Waldfriedhof halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Es muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Die Künichter Straße in Hoyerswerda ist komplett gesperrt. Anlieger und Busse werden durch den Kastanienweg geleitet. An Engstellen regelt eine Ampel das Vorbeikommen. Aus Richtung Industriegelände ist eine Umleitung über die Bautzener Allee und Weinertstraße ausgeschildert. Die Merzdorfer Straße in Hoyerswerda ist im Einfahrtsbereich zur Künichter Straße vollgesperrt. Eine Umleitung führt über die Ratzener bzw. Hermannstraße. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Hoyerswerda und Seidewinkel ist vom Mittelweg bis zum Ortseingang Seidewinkel noch bis zum Freitag vollgesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Spremberger Chaussee, Elsterstraße sowie die S234. Die Friedrichsstraße in Hoyerswerda ist ab dem fünfarmigen Knoten halbseitig gesperrt. Hier gilt eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Bahnhof. Der Verkehr aus Richtung Dresdner Straße wird über den Bahndamm und die Liebknechtstraße umgeleitet. Die B96 ist weiterhin zwischen Neubuchwalde und dem Ortseingang Großserchen halbseitig gesperrt. Der Deich wird instand gesetzt. Eine Ampel regelt das Passieren der Baustelle. Die Arbeiten sind um einen Monat verlängert worden. Die B96 zwischen Wartha und Kaminau ist abschnittsweise ab Dienstag nächster Woche halbseitig gesperrt. Hier wird ein Radweg gebaut, eine Ampel aufgestellt. In Bautzen werden die Schilleranlagen ausgebaut. Die Zufahrt zur Seminarstraße zwischen Schilleranlagen und Schonerstraße ist nur über die Neusalzer Straße stadteinwärts für Rechtsabbieger möglich. Auf der Wittichenauer Straße in Bernsdorf wird weiterhin gebaut. Von der Brücke über den Saxoniagraben bis zum Abzweig Belbelstraße wird die Straße grundhaft ausgebaut. Im Oslinger Ortsteil Döbra wird auf der Mühlstraße die Kanalisation erneuert. Eine Umleitung erfolgt über die S94, 95 und S97. In Kamenz kommt es wegen Umbauarbeiten am Rathausmarkt zu Behinderungen. Autofahrer müssen eine geänderte Verkehrsführung beachten. Die Königsbrücker Straße in Kamenz ist zwischen der Kreuzung am Hutberg und dem Ortseingang Brauner abschnittsweise komplett gesperrt. Eine Umleitung ist über die B97 Königsbrück ausgeschildert. Die S100 in Panschwitz-Kuckau ist zwischen am Kloster und der Rosenthaler Straße vollgesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Weiter ist in Panschwitz-Kuckau die S100 zwischen dem Nettomarkt und der Tankstelle dicht. Hier wird über Jauer umgeleitet. Und noch einmal die S100 zwischen Blorschütz und Prischwitz ist ebenfalls in beide Fahrtrichtungen inklusive der Kreuzung nach Göder gesperrt. Hier wird ein Kreisverkehr gebaut. In Bischofswerda ist die Neustädter Straße zwischen den Abzweigen Belmsdorfer Straße und am Güterbahnhof für den Verkehr vollgesperrt. Fußgänger und Radler können passieren. Ebenfalls in Bischofswerda ist die Bautzener Straße stadtauswärts zwischen Schul- und Lessingstraße halbseitig gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Schul- und Lindenstraße.
Die Brücke auf der S100 über den Bindebach zwischen Königsbrück und dem Neukircher Ortsteil Kolsch ist voll gesperrt. Umleitungen sind über die S94 und 95 sowie die B97 in Bernsdorf ausgewiesen. Im Haselbachtaler Ortsteil Reichenau ist die Ortsdurchfahrt halbseitig gesperrt. Hier wird ein neuer Kanal verlegt. Die Waldstraße ist aus diesem Grund komplett dicht. Eine Zufahrt aus Richtung Keutsch also nicht möglich. In Oberlichtenau ist die obere Hauptstraße zwischen der S200 und der Bahnhofstraße vollgesperrt. Hier wird die Fahrbahn erneuert. Eine Umleitung ist eingerichtet. Im Pulsnitzer Ortsteil Friedersdorf ist die Königsbrücker Straße komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. In Pulsnitz selbst ist die Bischofswerder Straße halbseitig gesperrt. Eine Gasleitung wird hier verlegt. Auch die Kühlstraße in Pulsnitz ist ab der Einmündung zum Wettinplatz wegen Bauarbeiten an einer Fernwärmeleitung vollgesperrt. Eine Umleitung ist auch hier eingerichtet. Egal wo Sie unterwegs sind, kommen Sie gut und gesund ans Ziel. Stop and Go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region.